Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Jobsimulator. Ihr habt entschieden, wir arbeiten im Büro und zumindest als ich dieses Video aufgenommen habe, hat die Mehrheit dafür gestimmt, dass wir im Büro arbeiten. Da starten wir mal kurz. Und eine kleine Ankündigung in den nächsten Tagen. Ihr habt es ja schon gesehen auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Da ist was in Arbeit. Ganz ehrlich, eines der umfangreichsten, aufwendigsten Videos. Also, eines der aufwendigsten Videos, das ich je gebaut habe, ist in Arbeit. Höchstes Production Value wird 1 Minute 10 nur lang werden, dann ahnt ihr schon, was es sein könnte. So, wir sind also hier im Büro angekommen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, was da wohl sein wird, was da wohl passieren wird. Wie startet der übliche Tag mit einem Frühstück und Donuts, lieber Nacktmull, du bist angesprochen. Erinnert euch vielleicht noch an den Minecraft-Let's Play? Versprechen. Ich halte ja meine Versprechen. Es gibt andere Leute, die. Naja. Also erstmal einen Kaffee. Moment, ich habe hier auch wirklich einen Kaffee. Sekunde. Heiß. So. Also, workers would ingest a frosted sugar torus for sustenance. Also, Zuckerreifen, damit wir gut in den Tag steigen. Welchen nehmen wir denn mal? Nehmen wir hier den bunten. Guck mal hier, lecker, lecker, lecker. Aufgabe erfüllt, sehr gut. Naja, es soll ja darum gehen, realistisch die Büroarbeit nachzubilden. Da bin ich echt mal gespannt. So. Now you're ready to start your day. Kannst du direkt mitnehmen. Okay, Computer einschalten. The computer is the most important facet of the office, with humans and safety being a close second and third. Das ist ja voll cool. Warte mal, kann man das irgendwie. Kann ich das irgendwie. Ich glaube, ich habe bei euch jetzt in der Aufnahme, ich habe das ein bisschen stabilisiert, dass es nicht mehr so ruppelt und zuppelt. Aber das Field of View ist, glaube ich, ein bisschen zu klein. Muss ich bei der nächsten Aufnahme ein bisschen größer machen, damit ihr mehr seht. So, was wollte ich jetzt? Computer einschalten, genau. Der hat keinen Strom. Der Monitor hat auch keinen Strom. Dann müssen wir erstmal beides einstecken hier. Also rein. Und rein. Sehr gut. Einschalten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und? Erstmal Login hier. Ich habe keine Ahnung, was das Passwort ist. Wie mal. Telefon. Hilfe. Stress. Telefon. Hallo? Passwort? Hallo? Passwort? 11111. Wird wohl passen. Login. Log. Good enough. Email was an inefficient form of communication, popularized in the mid-1990s. Das hat ja schon wieder den Mauszeiger auf dem Bildschirm. So, E-Mails öffnen. Ja, 65.535. I need to borrow some dollars. TPS reports gestern. So, wir bearbeiten meine E-Mails. Inbox Zero, genau, so bearbeiten wir unsere Mails. Nächste Aufgabe, da gucken wir mal. Here comes Supervisor Bot. Better look busy. Okay, everybody, let's make some business. Johnson, I'm counting on you to paradigm shift those optimizations. You can count on me. That's what I like to hear. Hey, human, you've been doing a good job. I've been thinking about giving you a promotion. In fact, if nothing goes wrong in the next 10 seconds, the job's yours. Ja, das kann. Gut, dann mal Bildschirm schon ausmachen. Dann hier fleißig arbeiten. Das Telefon klingelt auch gerade. Das ist nicht das Telefon. Ja. You see, that's why I like you. Always working hard to climb that ladder. Take this. The new position's yours. Was ist das? Assistant to the Supervisor. Hey, innerhalb der ersten 4 Minuten schon befördert. Good job, human. You're climbing the ranks. And here comes Bossbot. Looks like he's got more work for you. Hello, human. I am Bossbot. Hier, nimm mal die. I notice you've logged in. So I'm here to give you your first task of the day.
We need to bring some new bots on board, so look through your resumes and find two bots to hire. Okay, wir sollen zwei Leute einstellen. Wie machen wir das? Müssen wir wahrscheinlich hier rein, in das Fach reinschmeißen. Und, Make sure you pick the best bots for the job. Okay, wir gehen mal in unser Filing-Kabinett hier. Und dann machen wir das mal auf. So, was haben wir denn? Ich muss mal eben hier wegrutschen. Ja, damit ich sonst nicht hier drankomme. So. Machen wir auf. Was haben wir da? Kann man das irgendwie sehen, welchen Roboter wir nehmen müssen? Safari-Bot? Sieht man das irgendwo? Ich weiß nicht, ob man das irgendwo sehen kann. An den Farben vielleicht? Haben wir da einen Hinweis auf der Tafel? Nee, auf der Tafel nicht. Hier vielleicht, das ist... Aha, da wird damit abgestempelt, dass der Roboter dann eingestellt werden soll. Aber welchen Skill? Keine Ahnung. Nehmen wir einfach irgendwen. Weil es ist ja unsere Aufgabe, den einzustellen. Dann soll man uns auch vertrauen. Dann wissen wir schon, was sie tun. Hier. Skills. Being sketchy, cooking, books. Sehr gut. Aua. Käse ranschaffen und Autos fahren. Okay. Den Bankräuber haben wir schon mal eingestellt. Das ist... Der wird auch sofort eingestellt. Okay, so, was haben wir noch? Co-Founder Pilot Dizest Airlines. Natürlich, einen Pilot müssen wir einstellen. So, einmal hier, zack. Läuft bei uns. Das ist beim Piloten auch nicht gut, wenn der uns down lässt. So, nächste Aufgabe. Ja. Have you seen the latest sales report? This isn't good. Also. Load up the old spreadsheet program and fix these numbers. Ich habe hier irgendwie so ein... Kann ich den irgendwie mit spielen mit dem Ball? Also der Sales Report ist nicht in Ordnung für die Geschäftsleitung. Die ist mit den Zahlen nicht zufrieden. Wie kann ich den jetzt hier... Ich kriege den nicht reingesteckt. Das klingt falsch. Hallo? Halt. So, jetzt aber. Zack. So, Maus, da müssen wir eben das Schild an die Seite tun. Das machen wir hier oben hin, damit auch jeder sieht, wer ich bin. Ich bin nämlich wichtig hier. Kann man das irgendwie noch weiter, dass alle das sehen? Ich stelle das mal hier oben hin. So. Mal hier rumgucken. Das ist doch ein ziemlich großes Büro. Okay, wir sollen also jetzt dafür sorgen, da wäre übrigens das Passwort gewesen, dass dieser Report passt. Dazu müssen wir mal hier oben... Kann man das sehen? Ich mache einfach mal hier oben die Einnahmen etwas größer. So. Irgendwie ist das auch... Ich hoffe, dass ich das jetzt immer zentriert zeige. Ich glaube, ich habe vergessen, das Field of View hochzustellen. Das tut mir sehr leid. Egal, du ist ja nicht so, als wenn du die Aufnahme unterbrechen könntest. Ja. Was ist hier los? Ah, hier, das heiße Buch... The Totally Legit Revenue Book. These numbers are so legit. Also diese Sprüche hier, könnt ihr euch ja mal durchlesen. This book is so uncooked. It's raw. Also, haben wir die Zahlen fertig gemacht? Wo müssen wir jetzt hin damit? Müssen wir dem Chef geben, oder? Heiße Zahlen, hier. Nehm mal. Wow, you cook those books like a professional gourmet chef. Ja, genau. Das war... Hallo? Cool, habt ihr gesehen? Ich konnte hier... Ah, naja. Also sportlich bin ich nicht. Das können wir schon mal festhalten. So, den Schma... Oder? Ja. Schma... Schma... Keine Ahnung, wie das geht. Da unten liegt ein Resümee rum. Warum auch immer das da rumliegt. Ah! So, ich habe das übrigens behoben mit dem auf dem Boden nicht kommen. Also, ich weiß nicht. Irgendwie... Also, dass ich den Boden nicht erreiche, wollte ich damit sagen. Das aber... Der... Weil... Gut. Nächste Aufgabe. Ist aber auch anstrengend. Ist nicht alles Pizza drin? Oder was? Donuts, Schimmelige, ein Papierflieger? Das, ja, ich bin sehr geschickt. Ja. Hallo, jetzt. Okay. So, Vending Machines. Wir sollen Essen kaufen, oder was? Da muss ich mal überlegen. Geht nicht. Was soll der machen? Ich habe auch gar kein... Wo habe ich denn Geld? Geld. Ah, da oben. Geld. Rein. So, was nehmen wir dann? Brezeln. Ein Dreieck. Leckere Dreiecke.
Kann man erkennen, was das ist? Wir nehmen mal die Dreiecke. Looks delicious. Enjoy your meal, human. Range flavored. Inhaltsstoffe. Könnt ihr das lesen? Ich glaube, das kann man nicht lesen, oder? Nutrition Facts. Oh, das war die ganze Tüte. Haben wir jetzt die Tüte mitgegessen? Was ist denn da los? Candy Bar. Okay, der möchte einen Süßigkeitenriegel. Und das ist da oben die Nummer B dann, glaube ich. Ja. Nuts and Bolts. Versteht ihr? Also es ist ein Wortspiel. Ich könnte es jetzt erklären, aber... ich habe da mal davor gekloppt, aber da passiert nichts. Er hat auch gerade gesagt, es ist normal, dass die immer stecken bleiben. Was machen wir denn da? Ich schüttel einfach mal dran. Ah, hier. Schütteln. Wunderbar. Da ist er. Dankeschön. So, bitteschön. Hier. Nimm. Nimm. Hallo. Nimm. So. Ja, ich bin der Kollege. Nächste Aufgabe. Hallo. So. Wir erledigen das mal. Was? Ich weiß nicht. Jetzt schickt er uns irgendwelche Bilder, die ich mir angucken soll. Wo denn? Ah. Coworker sent you pictures. Employees then fires you. Chases Robo-Mouse. And a date in the same work email or just hate BossBot. Und da ist die nächste Aufgabe. Also die Aufgabe war nur, diese Bilder kurz anzugucken. Irgendwie ist es ja auch so, dass dieses Spiel aufeinander aufbaut, ne? Also irgendwelche Sachen, die wir jetzt machen, müssen wir uns merken, weil die... Hello, human. I'm looking forward to your presentation today on all of the business that we did in the last week. Ich soll eine Präsentation machen. So BossBot wants you to do a presentation. You'll need to make some slides. Time to learn about an ancient human technique called winging it. Try using this program in your computer. Okay, neues Programm. Dann wollen wir erstmal den gefälschten Bericht rausholen. Was liegt denn hier eigentlich? Oh, alles hier an die Seite. Ja, ist überhaupt kein Platz in meinem Büro. So, ich habe aber alles unter Kontrolle. Das kann man ja auch klar sehen. Wir schmeißen den Bericht mal weg. Wir schmeißen den Bericht mal weg. Sehr gut. Oh. Okay, wir machen eine Business-Präsentation. Erstmal das Color Scheme wählen. Nehmen wir mal hier so ein bisschen Beige und Rot. Weiter. Jetzt sollen wir auswählen, wie wir die einzelnen Elemente zusammenbasteln. Also jetzt Übergänge. Dann nehmen wir mal hier einen Käseübergang. Und jetzt können wir die Bilder einbauen, die wir gerade eben gesehen haben. Ja, sehr gut. Ich krieg das mal eben zusammen hier. Das ist jetzt nicht so spannend. Wobei, man muss ja sagen, also dieses Spiel hier nimmt das ja alles auf die Schippe. Es wäre ein ganz, ganz blöder, langweiliger Simulator, wenn da nicht hier das Katzenmemo noch ans Ende, Chases Robomaus, es wäre ja ein ganz blöder Simulator, wenn da nicht dieser Humor dabei wäre. So müssen wir jetzt machen. Grüne Taste. Klicken die mal. Falsch. Next. Und los. Oh, was ist jetzt los? Das wird meine Präsentation gar nicht. Kommen die ganzen Mitarbeiter und gucken, was ich für eine Präsentation gebaut habe. So, you ready to go through this presentation? Here's the clicker. Use the button to go through your slides. Okay. Nehmen wir mal den Klicker. Dankeschön. Hall, Klicker, komm her. So. Können wir draufklicken und jetzt können wir hier das vorführen. Also, meine Präsentation. Fascinating figures. Ja. Jetzt kommt der Käseübergang. So, dann noch ein Käseübergang. Und das war meine Präsentation. Weg damit, brauchen wir nicht mehr. So, nächste Aufgabe. Hallo. Hey, human. Bot number 10110 is retiring tomorrow. We wanted to give them a parting gift.
Everyone's pitching in. Why don't you give me something you'd like to contribute? Als Abschied für einen ehemaligen Kollegen. Hier, ein lächelnden Ball, damit er weiß, wir freuen uns, dass er weg ist. Bitteschön. Oh, how thoughtful. I'm sure they will. Appreciate it. Flappy Bot? Anyway, do you think you could type up a quick card to go with this? It would make it a lot more personal. Nö, ich unterschreibe das nicht. Ich muss jetzt spielen hier. So. Das ist ja cool. Wie geht denn das? Ah, genau. Das ist dieses Uch. Ich darf das nicht berühren. Und muss dann aber... ihr seht jetzt leider nicht so viel, glaube ich. Ah, oh, wie kriege ich das hin? Weil ich kann sonst an die... Ich kann auf die Aufnahme nicht drauf gucken. Diese Kalibrierung ist mir noch irgendwie... Es tut mir leid, wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, Garderol, man sieht vielleicht nur die Hälfte vom Bildschirm. Was bist du für ein dummer Mensch? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Für die nächste Folge. Die mache ich dann auch extra lang. Zur Strafe. Für mich. Die nächste Folge mache ich extra lang. Weil das hier jetzt nicht so ganz hinhaut wahrscheinlich. Also, ich muss da nochmal in aller Ruhe nochmal mir das angucken, aber ich wollte auch auf jeden Fall auch heute noch diese Folge bringen. Ist jetzt halt blöd. Es tut mir leid. So. Also, wir schreiben jetzt hier einen Text. Oh, es scheint, dass du versuchst... nee, das wollte ich nicht. So, wir schreiben mal was anderes. Ja, 1-0-0-1-1-1-0-0-1. Eine meiner Lieblingsfolgen, Next Generation übrigens. Mit Minuet. Ja. Passt ja ganz gut hier. Ja, ich mach Schluss. Mach natürlich auch überhaupt keine Dummheit mit dem Kopierer. Hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn jetzt vielleicht das Bild irgendwie nicht so ganz optimal ist, dann tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Ich gelobe Besserung bis zur nächsten Folge. Aber ich bin gerade ein bisschen sehr busy, weil ich ja, wie gesagt, was richtig Cooles für euch vorbereite. Das könnt ihr verfolgen auf Twitter, Instagram, Facebook. Tschüss, lasst gerne einen Daumen da, empfehlt die Videos weiter, sagt es allen euren Freunden und bis zum nächsten Video hier im Jobsimulator. Tschüss!